Kaum bist du raus aus Hannover, hast du wieder die Leute, die sich eine bunte Tüte zusammenstellen. Ne, dann. Ich finde es ohne Scheiß, ich finde es überwältigend. Ich gefällt mir total gut hier. Kann mir mal einer von euch erklären, warum wir so getrennt sind hier? Also wir können zuschauen, ne? Wir können mitmachen. Also das finde ich schon ein bisschen geil. Schau mal, da ist diese Moschee hier. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ich muss auch mal für die Zuschauer ein bisschen dokumentieren hier. Und dann sehe ich eine christliche Kirche, ein christlicher Kirchturm. Hier. Und hier sehe ich den jüdischen Daniel. Können wir noch irgendwas Intelligentes in die Kamera sagen, bevor wir, ich weiß nicht, irgendwas super Intelligentes. Krankheit. Also, du hast das Jerusalem-Syndrom, auf jeden Fall. Das Syndrom hat auf jeden Fall. Wir müssen gleich noch in die Klasse. Wo ist denn deine Kippa eigentlich, Daniel? Die habe ich vorsichtshalber eingesteckt. Wir waren vorhin wieder in einem nicht koscheren Gebiet, deswegen habe ich schon wieder Angst gehabt.